Hallo, willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind auf dem Weg nach Kakariko, beziehungsweise auf der Suche nach jemandem, der trommelt für das Assemble, damit wir zur großen Fee gelangen. Habe ich hier gerade irgendwie so ein Krogschluchzen gehört? Ich hoffe doch. Ah, ne, wahrscheinlich nur irgendwelche Tiere. Irgendwelche Monster. So, wir haben hier noch ein bisschen Hyrule-Gras. Ihr kennt mich, wir nehmen alles mit. Haben wir unsere holde Epona. So. Können wir das auch vom Pferd aus uns mitnehmen? Nein. Ein Rüstgas haben wir auch noch nicht fotografiert. Wir machen wieder sehr viele Fotos. Wird bestimmt wieder gleich das Album voll sein. Ich habe Epona da hoch manövriert. Das tut mir leid. Also irgendwie musst du wieder runter. Das war jetzt unschön. Okay, wir machen das anders, Epona. Ganz selbst zu sehen, wie du zu mir kommst. Jetzt warst du doch ein bisschen, ging doch, ne? Ja, ich wollte das aber jetzt schon noch mitnehmen. Und das ist ja auch wieder so ein Berg, ne? Können wir mal hier hochklettern, mal gucken, ob wir irgendwas sehen. Ja, vielleicht sollte ich es nicht. Achso, das ist wieder diese Gerudo-Tussi. Da hinten ist wieder Gewitter. Da baut sich irgendwas an. Zwillingsberge müssen wir noch erkunden. Ah, guck mal, das hat sich doch garantiert. Ein weiterer Krog. So. Waren wir da oben eigentlich schon, aber wird wahrscheinlich nichts sein, oder? Ist hier was? Hier unten ist was, es ist aber nur. Ne, es ist ein Rüstling. Haben wir den fotografiert? Ja. Okay. Und hier hat auch noch was geleuchtet. Aber euch. Speichling haben wir noch nicht. So. Rüstgas haben wir. Ah, wieder ein Reisender. Die berühmten Ruinen. Achso, mit dir hatten wir schon geredet, ne? Ja. Nur in Kakariko gibt. Jeder will sie sehen. Gut. Dann geht es weiter. Hier ist vermutlich nichts. Ist wieder eine Gerudo. Trommelt da jemand? Ah ja, Tatsache. Sag mal, hörst du auch, klingt fast wie eine Trommel. Ja, ich höre es auch. Na gut. Ich dachte, vielleicht kann nur ich dieses Geräusch hören, weil die Liebe meines Lebens nicht so sich sucht. Aber wenn du es wohl auch hörst, habe ich mich wohl getäuscht. Trotzdem, ich frage mich, woher dieses Geräusch herkommt. Ich bin zwar schon eine ganze Weile hier, aber ich habe es einfach nicht herausfinden können. Das kommt doch von hier. Hyrule Pills haben wir schon fotografiert. Ist so die Person. Sehr gut. Du musst sofort zurück zu deinem Assembler. Bienchen, Bienchen, hier springt die Trommel. Kommt mit euren Gaben, bringt mir eure Waben. Bienchen, Bienchen, was tust du denn da? Wo kommst du denn her? Du bist nicht ganz aus dem Takt, Kumpel. Ich will nämlich die Bienen erlauben in meinem Trommelspiel. War doch kein Gesicht, wie ein Octorok. Noch nie jemanden gesehen, der mit Rhythmen Bienen anlocken will. Na gut, ich weiß doch selber, die Idee ist Käse, aber ich will es wenigstens versuchen. Wenn du mich fort, den Leiter unseres Assembles,
eine kleine Freude zu bereiten. Da dachte ich, hey, im Beats dachte ich, da könntest du ein Lieblingsessen zaubern, einen legendären Honigkrepp. Und da fehlt mir Honig als Zutat und ohne den ist's Essig mit dem Süßen. 3 Portionen Honig bräuchte ich insgesamt, da muss ich das Gas geben. Ich habe gehört, dass es in der Nähe des tiefen Abgrunds bei Kakariko im Norden Bienen geben soll. Ah, habe ich denn dreimal Honig? Ich hab das, ne? Ja, hier, 3 Portionen, dann nehmen die mal gleich. Vielleicht die Bienchen kalt gelassen, aber eine gute Seele habe ich erreicht. Erfüllt das hier nur ein kleines Dankeschön. Oh, ein 100er gibt er. Huch, das ist im Lizygelo, spielt wieder, wirklich? Na gut, dann darf ich meiner Trommel doch keinesfalls fehlen. Wenn ich vom Stall zu Stall ziehe, sollte ich auf jeden Fall irgendwann auf meinen Mitmusikanten stoßen. Ich komme. Sehr gut, dann können wir jetzt ja eigentlich direkt wieder zurückgehen. Und zur großen Fee. Aber. Ach so, wir waren ja hier unten. Ja, genau, die Viecher sind wieder da. Hier waren wir auch schon. Aber ich würde eben nur ungern. Was ist das denn? Ist auch so ein einzelner Stein, nicht, dass das ein Krug ist. Auf dem Baum ist aber nichts, oder? Nö. Ah. Gehen wir zurück oder gehen wir jetzt nach Kakariko? Ich würde sagen, wir gehen nach Kakariko. Naja, gehen wir zurück nach Kakariko. Waren wir jetzt? Warte mal, wie weit geht denn diese Plattform? Die geht. Es gibt aber hier unten noch was. Ist das so ein Leuchtviech? Ah, ne. Ah, hier ist ein Krok, okay. Aber ich dachte, das wäre vielleicht so ein Maiori-Viech. Okay. Okay, wir haben den Krok. Leicht, aber jetzt kommen wir nicht mehr so leicht hier hoch, ne? Und da ich nicht mehr so leicht hier hochkomme, bin ich jetzt doch gewillt, dass wir direkt. Oder wie. Dass wir sind schon tief gefallen, oder? Ne, das klettern wir nicht mehr hoch. Das heißt, wir gehen zurück zur Fee. Könnte nochmal wieder in den Untergrund gehen. Jetzt habe ich da gerade noch was beim Wasserfall gesehen, aber ich bin mir unsicher. Bin ich mir unsicher. Eine schöne Aussicht hier. Das haben wir alles auch erkundet. Ja? Also wir waren ja auch wieder fleißig, hätte ich gesagt. Zwillingsbürger jedoch nicht. Also jetzt müssen wir ja noch das Gimmick lösen, wie wir darüber zu dieser Fee kommen. Das wird auch lustig. Okay, die kriegen ja mindestens noch einen zusätzlichen Typen, aber wir haben ja auch noch ihm geholfen. Das heißt, eben brauchen wir auch für irgendeine Fee, aber jetzt halt nicht diese. Oh, mein reißender Frenzino. Nein, hör nur. Unser backender Trommler Beats ist wieder bei uns. Jetzt bin ich nur für einen lausigen Assembly-Leiter, meinen Musikanten zu Sorgen zu bereiten. Das schwindende Publikum war natürlich gerade motivationsfördernd. Aber jetzt schlägt das Herz, das Assembly zügellos wieder Takt von Beats Trommel. Verzeih mir, dass ich so viel plaudere. Ich bin ekstatisch, jetzt ein bisschen. Ja, lass uns weiter hingehen. Ja doch, ich will auch zur großen Fee. Los,
Die Brücke ist kaputt. Den Fluss durch, weiter. Marschieren wir einfach durchs Wasser. Ja, ich würde euch gern begleiten. Okay, hier stehen. Ihr wollt jetzt einen Fluss oder was? Ah, ein Floß. Keine gute Idee. Ach, mit meinem Pferd kann ich nicht durchs Wasser. Natürlich, ihr könnt auch ohne die Trommel. Na. Tja. Ja. Tja. Ja, also, was willst du denn von mir? Ich fahr euch hin. Bitte beruhigen Sie sich. Wie wir absolut untergehen. Hätte man ein bisschen schöner machen können. Na, das zählt jetzt als natürlich als Fallen. Okay, fantastisch. Nochmal. Ja, das ist halt immer clunky. Das gehört zu Tears of the Kingdom dazu. Es muss clunky sein. Ja. Ich fahre dich hin. Statt dass ihr einfach wie normale Menschen dahin lauft, ne? Wieso ist das ausgegangen? Ich hab's doch wieder angeschalten. Also, warum funktioniert das nicht? Aber das funktioniert doch mal auch immer mit Pfeilen. Und jetzt soll es nicht mehr mit Pfeilen funktionieren, oder was? Nicht so weit weg, oder was?
Also gut, Tears of the Kingdom, mein liebevolles, wundervolles, fantastisches Spiel. Dann gehe ich eben auch mit darauf, damit es wieder krumm fährt. Denn du möchtest verhindern, es muss ja clunky sein. Sonst funktioniert es ja nicht, ne? Erst wenn es clunky ist. Okay, hier kann ich nicht drauf gehen. Bitte, genau, bitte, bitte so. Okay, let's go, spielen wir. Da schlägt doch gleich mein Herz höher und meine Trommel sowieso. Die Musik des Assemble zügellos ist wahrhaftig das Patentrezept gegen Angst und schlechte Laune. Noch einmal tausend Dank. Ich habe hier eine Belohnung für dich, für die große Tasche. Los. Einen weiteren Huni. Let's go. Endlich ist meine Tasche leichter. Jetzt kann ich mich ganz aufs Dirigieren konzentrieren. Der lieben Katura geht es wieder glänzend. Glänzendissimo. Aber leider war sie nicht die letzte große Fee, die sich in ihre Knospe zurückgezogen hat. Doch es wäre gelacht, wenn wir nicht auch die nächste aufheitern könnten. Weiter geht die Reise. Verehrter Reisende, vielen Dank. Gut. Ich frage mich, ob sie jetzt meine Ausrüstung schon weiter verbessern kann. Die Verschlüsselung ist einfach betörend. Der feurige Rhythmus der Trommel hat mein Herz erwärmt. Und zu hoffen, dass in meiner Gegner jetzt nicht zu heiß wird. Zeige ich deine Kleidung, na, wie wäre das? Das wäre toll, ein gutes Stück zu verstärken. Das heißt, ah, guck mal, wir können sie sogar noch ein weiteres Mal verbessern. Perfekt, aber wir brauchen Moblin-Herzen, wir haben nicht so viele. Okay. Okay, das ist gut. Wir können sie jetzt also auch die zweite Stufe verbessern. Allerdings werden wir nicht genug von diesen Moblin-Herzen haben. Das heißt, wir müssen Moblins besiegen. Aber das hat jetzt schon mal ganze 5 Punkte verbessert. Zuweilen entfalten kleine schon geärgst ihre wahre Kraft, wenn man sie so weit verstärkt, wie wir es jetzt getan haben. Allerdings nur, wenn du dich dann ein ganzes Set trägst. Und natürlich betrifft das auch nur ganz bestimmte Sets. Ja, ich bitte dich. Na, okay, uns fehlen die Materialien. Hier brauchen wir auch Glutkraut, also uns fehlen jetzt hier die Materialien. Aber wir können diese Ausrüstung verbessern. Wahrscheinlich ist sie, wenn wir die jetzt alle auf 8 kriegen. Ist es vielleicht sogar besser als die Rüstung aktuell? Dann könnten wir wieder auf das Hylia-Set wechseln. So, die Hylia-Hose hat ihre Stufe 8 erreicht. Na klar, wir möchten gerne alles verbessern. Das Zeitengewand kann sie auch auf Stufe 2 machen. Brauchen wir einen Sternsplitter und 20 Bernsteine. Dann bekommen wir davon so viele. Und das kostet aber auch schon jetzt 50 Rubine. So, das hilft mir weiter. Ja. Machen mal hier die Untertaschehose. Leuchtsam, das haben wir locker. Nur 10 Rubine kostet das. Ja, ich bin jetzt halt doch ein Miesepeter, ne? Ich und werde die, Animation überspringen. Jetzt würde ich nämlich schon gerne mal alle Ausrüstungsgegenstände, die Schneetunika, Eisfrucht, alle Ausrüstungsgegenstände verbessern, die wir haben. Wir haben jetzt nur 4. Die hat vorher auch nur 2 gemacht, also Kälte, Eisangriff.
Das hat wohl so einen besonderen Effekt, dass alle unsere Angriffe bei Kälte zu Eisangriffen werden. Deswegen ist das so schlecht für eine Verteidigung. Das können wir auch auf Stufe 2 machen. Leuchtsamer Leuchtpilz haben wir genug von. So. Machen wir mal die Hylia-Kapuze. Eigentlich haben wir zu viel Geld bekommen, weil wir das jetzt hier wieder alles ausgeben müssen. So, die Hylia-Kapuze hat auch Stufe 2. Ja, klar. Machen noch hier das Hylia. Was brauchen wir hierfür? Ah, okay, da reicht jetzt die Kraft der Fee nicht. Da brauchen wir erst die nächste Fee. Ist dann wieder, dass es eine Stufe weitergeht. Aber schon mal grandiose Erfolge. So. So, dann machen wir hier das Barbarenkleid, da brauchen wir Schwertgras. Haben wir gar nicht so viel von. Ist ja auch mal schön, wieder ein paar neue Kleidungsstücke zu finden. Ich muss auch die Amiibos wieder häufiger scannen und sie rauskramen, auch wenn ich dafür ein bisschen faul bin. Das hat jetzt Stufe 5. Okay, da brauchen wir Leune brauchen wir dafür, das haben wir nicht. Kletterhandschuhe. Das können wir verbessern. Wir haben ganz viele Torso-Kleidungsstücke schon, aber weniger Hosen und weniger Kopfkleidung. So. Gibt uns mehr Klettertempo. Okay, aber mehr Elektroflügel, die haben wir auch nicht. Die Isolierrüstung können wir auf Stufe 1 machen. Ich werde derweil mal die große Fee markieren. So. Isolierrüstung. Okay, wir können noch die beiden machen. Untertasche Harnisch, machen uns bitte das auch mal auf eine höhere Stufe. Dam, da, 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 dam. Ja, und auch noch. Ach, es geht sogar noch eine Stufe weiter. Den Aero-Harnisch. Haben wir mehr Aerodynamik, auch interessant. So. Aber auch nur Stufe 4, also ist das wohl auch eine sehr mächtige Kleidung. Vom Effekt her. Geht sogar auch schon weiter. Haben wir jetzt auf Stufe 6. Unser ganzes Geld verspielt werden 800. 800, fast 800 Rubine. Und jetzt haben wir gleich nur noch 300. Ja, reicht die Kraft nicht und das ist das letzte Mal. So. Aber deutlich bessere Verteidigung. Das war sehr gut, dass wir es jetzt verbessert haben. So. Komm wieder. Der andere, aber nee, wir haben nichts mehr. Okay. Ja. Soll sich in der Nähe eines Stalls in der Gerudo-Region westlich von hier aufhalten. Okay. Dann wäre das wohl unser nächstes Ziel. Wir haben 7, das ist dann 19, 26. Wenn ich hier 8 nach der 16, das ist sogar. Das wird insgesamt. Also, wenn man jetzt hier ist 26, da haben wir nur 24, ne? Also bleibt es weiterhin schwächer. Wir könnten natürlich die Hose und das austauschen, hätten wir noch mehr Angriffskraft, aber. Naja, aber was soll der Geiz? So. Was soll der Geiz? Dass wir auch mal wieder dieses Outfit tragen. Was mich jetzt hier interessiert, wir waren hier noch gar nicht in diesen Hikori-Wäldern hier hinter der Fee. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Das würde ich mir doch ganz gerne nochmal anschauen und dann müssen wir doch halt mal nach Kakariko.
Aber wir machen auf jeden Fall gute Fortschritte. Wir sind jetzt wesentlich stärker, als wir es waren. Der Berg hier ist auch verdächtig, dass er auch ein Krog ist. Sehe aber jetzt keinen. Hier ist ein Monster. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade einen großen Baum gesehen. Aber wir haben hier einen Moblin. Ich muss näher ran. Wird der Baum noch lebendig? Lower Moblin. Okay, den Baum. Jetzt hier. Ja, genau, greift die Monster an ihn. Okay. Die Bienen machen den Rest. Kommen die jetzt mich angreifen? Okay, nein, sie gehen. So. Ritterschwert. Was haben wir hier? Soldatenschild. Moblinherz. Ausdauerhonig. Diesen Prügel. Okay. Einen großen Bumerang. Äpfel. Stimmt, wir können hier mal ein bisschen wieder Kleinigkeiten kochen. Ja, wie das als wegspawnen oder was? Auch als regnet oder was? Kann man da eigentlich so viel Pech haben? So.
Was eine Kacke. So, geh kaputt. Okay, da haben wir noch was. Hier geht's ja auch lang. Achso, nee, das ist ja. Nee. Ja, hier, aber. Ist hier was? Kann ich mir irgendwie ein weniger vorstellen. Schleichlinge. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben in diesem Wald. Was ist das denn? Honigbär. Oh, da lebt er sogar noch. Der hält ganz schön viel aus. Sag mal. Zeig mich nicht, dich zu vernichten. Boah. Ganz schön stark. Ja, Luxus will, das will ich auch hoffen. Haben wir alles angezündet und dann stirbt er nicht. Oh, da ist ja noch einer. Okay, diese Bären hier, das ist natürlich schon mal beeindruckend. Edelwild haben wir uns verdient. Was ist das denn da hinten? Ist das etwa ein Krog? Okay, da ist die Strömung ganz schön stark. Tja. Nicht die Strömung, dass jetzt sich darum kümmern. Oh. Okay, wie ist das Gimmick? Müssen wir eins unserer Items nutzen? Wo sind die Rakete? Ja. Es funktioniert. Ja. So. Tschüss. Was ist hier? Naja, hier ist noch ganz dünn. Kommt man da irgendwie hoch?
Naja, vielleicht nicht so schlau, das so zu verschwenden, aber wir können uns hier wieder ausruhen. Bisschen länger noch. So hoch war das nicht, oder? Nee. Boah, so wieder von diesen Pilzen. Also Schleichlinge kann man hier kriegen. Ah, hier ist eine Höhle. Entdeckt. Höhle am Faroria-Berg. Oho. Ach, weil es ja auch feucht ist, kannst du nicht brennen. Also eine Bombe. Ja, wie zünd ich das jetzt hier an? Das ist ja gemein. Okay, wir haben. Wir müssen uns wohl ein Fahrzeug basteln. Interessant. So, haben wir das noch gut eingesetzt? Ja, wir haben Fahrzeuge, die wir bauen können. Okay, hätte ich aber gesagt. Gucken wir uns das im nächsten Part an, Freunde. War schon wieder sehr lang geworden. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal rein. Ich wünsche euch was.